Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Grüezi miteinander und herzlich willkommen hier zurück zum Motorsport Manager. Ja, nach unserem legendären Sieg im Milano Grand Prix haben wir jetzt eine richtige Motivationsschub bekommen und wolle jetzt richtig angreifen. Und mit mir meine ich natürlich auch mit mir dabei Valvorix. Servus, Valvo. Servus und hallo. Und wir haben ein Dilemma in der Fabrik, nachdem wir beim letzten Mal gewonnen haben. Ist jetzt der Botang nervend, der stört den Chefingenieur beim Arbeiten. Botang hängt dauernd am Telefon und stört uns dabei bei unserer Arbeit am Fahrzeug. Würden Sie bitte ein Machtwort sprechen, damit das aufhört? Auf jeden Fall. das verlangt doch ein Bußgeld. Da wird man sogar noch Geld kriegen vom Paydriver. Ist ja Paydriver, also. Dann ist er richtig sauer. Findet was machen euch damit ab? Mit nein, Vergnügen. Nein, das nicht. Ich würd gerne ein Bußgeld verlangen. Machen wir ein Bußgeld. Holen wir uns. Dilemma gelöst. Wir sind so parteiisch. Am Anfang vom Jahr haben wir noch den Botang gelobt, als er unsere Nummer 1 war. Und jetzt sowas. Da haben wir noch den Nick, da war noch der Nick Chu da und jetzt haben wir den Nick Chu rausgehauen. Aber so das schnell. Geht hier nicht, den Chefingenieur störe bei der Arbeit, ist eine absolute Sauerei, also. Echt mal. Da hat der Michi recht. Wir könnten ja mal die Isländerin nochmal anfragen, ob die jetzt wollt. Die wollt doch jetzt bestimmt nach denen saugutes Rennen. Nun, der nächstes Event ist ja in Tondela in Portugal. Gibt es leider auch nicht mehr in der Formel 1 ein Portugal Grand Prix. Wäre eigentlich auch interessant, wenn es das wieder gäbe würde, Portugal Grand Prix. Jönstert hier. Kontaktieren. Nicht interessiert. Was? Ach, die hat doch keine Ahnung. Die Paydriverin. Wieso will die nicht zu uns kommen? Die wäre um einiges besser als der Tang. Warum ist der Tang nicht mehr motiviert? Dem gefällt's langsam hier gar nicht mehr. Der kann sich mit dem Chu in eine Kneipe setzen. Die will sich gut verstehen. Ja, mal getestet offscreen, ob ich mal den Nick Chu zurückholen würde, gell? Weiß noch. Ja. Und da schmeiß ich mich aus und dann wollen sie mich ja zurück. Sie träumen wohl. Der ist nicht zufrieden, wenn ich. Botang war das jetzt. Aber wo war denn das mit dem Nick Chu da ganz am Anfang? Der Nick Chu. Wenn ich da jetzt sage, kontaktieren, sagt er, sie haben mich gefreut und wollen mich nur zurück, träumen sie weiter. Naja, der sucht immer noch nach einem neuen Job. Scouting Report bereit. Sehr schön. Claire Talley. Die ist auch eine Paydriverin, die Claire, hat ein bisschen bessere Werte, aber sie hat eine geheime Affäre. Konzentration minus 2, das muss unter uns bleiben. Das ist so ein, was nicht dauerhaft ist, sondern 13 Wochen lang dauert. Lokalmatatorin für ein Rennen in Kanada, aber wir fahren nicht in Kanada. Das erleben wir dann erst, wenn wir aufsteigen würden, glaube ich. Ja. In die Lokalmatadorin in Kanada. Oh, Kanada. Richtig. Die sind noch beschäftigt mit der Zuverlässigkeit. Teile entwickeln würde ich jetzt dabei mal lassen. Jetzt haben wir eh ein bisschen was verbessert. Die Bremsen die werden wir auch noch einbauen. Oder? Was meinst du? Ja, auf jeden Fall. Wir bauen ja nicht nur Teile, um sie nicht einzubauen. Das wäre ja lächerlich. Hier ist das Schwarze Meer in der World Motorsports Championship, der Chapman hat gewonnen. Der Wechsler, was ist denn los mit ihm? 16. Nina Holz, ja. Mit der Frau Nina klappt's besser. In 10 Tagen. Der Vasquez, der hier der Alonso darstellen soll, 2. Platz, davon träume die bei McLaren nach wie vor noch. Und es könnte sich ja 2017 ändern. Konstruktion untätig,
Was? Das geht nicht, da müssen wir was tun. Ein möglicher Regelverstoß bei den Bremsen. Tja, warum nur? Haben wir einen Teil für den Tank vorbereitet? Genau. Jetzt können wir dann überlegen, ob wir das zum Beispiel auch noch verbessern. Wenn schon, denn schon, wenn wir die schon entwickeln, dann müssen wir da auch verbessern. Aber wir könnten theoretisch noch neue Bremsen entwickeln. Die sind nämlich gar nicht so schlecht mit 142 und die sind auch relativ günstig. Dann machen wir vielleicht noch eine zweite Ja, dann Bremsladung. machen wir kein so risikoreiches dann, dass wir auf der sicheren Seite sind. Die Frage roter Bereich entferne, wie sieht das aus? Zuverlässigkeit steigern und roter Bereich entfernen, kann man beides Beides machen? sogar, das ist ja geil. Ah, Ja, oder wir dann. können auf gut gehen. Wir können auch sowas hier machen, das ist ja noch geiler. Was machen wir denn da? Fügt eine zufällige großartige Komponente hinzu. Ist zwar gesperrt, aber mich würde interessieren, ob das trotzdem passiert. Na, Nee, wahrscheinlich schaut eins nicht. von. Nee, wahrscheinlich nicht. Oder? Probieren wir es einfach. Ja, probieren wir es mal. Bleiben wir bei der Verzögerung oder wollen wir den roten Bereich rausnehmen? Bei der zufälligen Komponente. Müssen wir jetzt vorher auswählen und jetzt die zufällige Komponente. So, machen wir das so. Ist zwar gesperrt, deswegen weiß ich nicht, ob es den Bonus trotzdem gibt, aber wir probieren es einfach mal aus. Dann wissen wir Ja, es. eben. Kostet nicht Risiko besonders haben wir. viel. Risiko Risiko haben haben wir wir ja keins. keins. Sehr schön. Neues Teil wird entwickelt. Das ist super. Das ist ein Wahnsinn. Auf jeden Fall. Wir haben ja nichts zu verschenken. Betone Genau. ich immer wieder gern. Den Motor können wir noch ein bisschen verbessern. Auf jeden Fall. Da unten an, ah, wir haben ja schon 200% Getriebe. Heckflügel dürfen wir nichts machen. Da unten eine Aufhängung wäre hier noch zu verbessern. Ja, können wir auch noch machen. Na, die meinte die oben dran mit 75. Ja, aber wir brauchen ja eh nur eine nehmen und dann nehmen wir lieber die, was 100% Zuverlässigkeit hat und dann auch Ach noch die so, Leistung verbessern. da vorne ist die Leistung verbessert. Okay, mein Genau. Fehler. Da vorne ist der Wert, können wir auf 118 kommen. Ja, genau, damit der Tank auch noch recht ordentliche Teile hat, sonst motzt er wieder. Sehr schön, na dann passt das auch soweit ganz gut. Ich glaube, das Ja, ist gar darf man nicht so schlecht, wenn wir nachbremsen, uns da mal fertig. immer konzentrieren auf 1. Dass wir voll auf Leistung oder voll auf Zuverlässigkeit gehen. Und wir können Na, sogar da. noch was gewinnen, wenn wir ihn dafür hernehmen. Schau. Chefmechaniker-Einfluss 0,6 statt 0,5. Weil der Hugh besser ist als die Rachel in dem Fall. Ja, dann nehmen wir das doch. Vor allem ein englischer Vorname für einen Finne, interessant. Wer weiß, wie das ausgesprochen wird. Das ist richtig. Wir haben wieder neue Nachrichten. Ach, Silver Racing bald verlassen, ist mir doch egal. Ja, nicht, dass jetzt der Renault Zerros in die Verhandlungen kommt. Asia Pacific Cup. In 3 Tagen geht's los, dann haben wir noch Scouting abgeschlossen und die Bremsentwicklung. Gut, 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 gut. Wen haben wir denn diesmal ausgesaut? Den Ahmet Davletef. Dowletiff, okay. Können wir Was uns ja kann den ganz der? kurz mal anschauen. Gucken wir uns den mal an. Geschmeidigkeit hat er nicht so drauf. Er konzentriert sich. Ach, das ist ein Verbremser. Ja. Und wer Ja gut, Training und das. Qualifying ist er konzentriert. Gut, verbremsen kann nochmal passieren. Ich habe mich auch schon in viele Rennen verbremst. Also, Was? es gibt's mal. Davor haben wir die Bremsen verbessert. Immerhin.
Schauen wir Das ist gleich, aber nicht unser Risikoteil gewesen jetzt, oder? überprüfen wir gleich mal das Fahrzeug, was wir da noch machen können. Eine gute Komponente haben wir da. Die Zuverlässigkeit ist mies. Deswegen lassen wir das noch. Und dieses Risikoteil, das wird der Botan kriegen. Dann ist er total begeistert. Auf jeden Fall. Sehr schön. Man kann sich bald doch mit dem Nix-Schuh in die Kneipe setzen. Das ist neu von den Bremsen, oder? Dieser Bonus da unten. Verzögerung plus 50. Ist das vielleicht die tolle Komponente, die wir Das da kann sein. bekommen haben? Aber die Zuverlässigkeit ist noch nichts. Noch nicht gut genug. Ja. Passt. Wir werden ihr wiederum das bessere Material geben. Da passt es, da ist es 100% Zuverlässigkeit. Wird beiden Spaß machen. Und hier darf er gerne die neuere Aufhängung haben. Sehr schön. Richtig. Da sind wir ja gut dabei. Das ist prima. Dann Bin darf er wieder das auch weit. gleich noch verbessern. Ja, auf jeden Fall. Also die Zuverlässigkeit. Vor allem die Zuverlässigkeit stimmt, ja. Zuverlässigkeit eher die Leistung. Sonst. Ja, aber das müsste man jetzt wieder wen Nee, dann abkommandieren. bleiben Machen wir wir das jetzt bei beim der nächsten Mal. Leistung und schließen erstmal da die ganzen Sachen ab und dann gehen wir auf die Zuverlässigkeit als nächstes und mische da mal alles durch. Durchmischen. Mischen, mischen. Speichert alles in Einzelspielstände, dass ich jederzeit wieder zurückspielen kann. Und dann gehen wir zum nächsten Rennen hier. Sehr schön. Sondela. Denn Porsche. da. Sie. Wir können überlegen, ob wir Sechster machen. Das ich. Tondela Streckenlayout. wichtig. Ja. Mittelmäßig. Aber Sechster. Ja, vielleicht geht sich das aus. Was meinst du? Probieren wir es diesmal? Ja, riskieren wir es mal. Wahrscheinlich geht es da nicht aus, aber wer nichts riskiert, der kann auch bekanntlich nichts gewinnen. Teilinstallation haben wir schon abgeschlossen. Teilinstallation haben wir schon. Da haben wir alles reingepackt, was wir neu haben. Wütend. Ach. Und dann gehen wir mal nach Portugal. Der Landkarte La Portugal 8 Points. Runde 4. Ist der falsche Kurs. Wir fahren ja nur die Hälfte von dem. Ja, der erinnert so, der sieht so ein bisschen Estoril ähnlich, oder? Das sieht so aus, als hätten sie sich da Estoril abgekupfert, oder? Würdest du auch so sagen? Ja. So ein bisschen Estoril ähnlich. Hier gibt es wenigstens noch Kiesbetten, nicht mit der echten Formel 1. Da gibt es nur noch Asphaltzonen und Tracklimits. Und nur deutsche Aber Flaggen. Eine spanische Flagge. Wo wo ist sind die die Französen? Portugiesen? Wo sind die Franzosen, genau? Wo sind die Chinesen? Richtig, wir fahren nur den oberen Knick nicht. Ja, wie das gehabte Spiel, unsere zwei Stammtester, der Tang darf nicht testen, weil der ist zu blöd dafür. Er gibt ja kein Feedback, der Double. Der darf nachher nur das fahren, was dann rauskommt. Streckenlayout, das war sehr kurvig. Sieht man ja auch im Übersichtsbildschirm, ist ein sehr kurviger Kurs. Sehr kurvig. Da braucht man nicht auf Höchstgeschwindigkeit zu gehen, sondern müssen wir eher ein gutes Kurvensetup herausfinden. Dann können wir Da würde ich mal mal in. in die Richtung gehen, oder? Vielleicht nicht so krass. Probieren Ja, wir können wir mal das. probieren. Mal was. Mal ein bisschen am Heck flügen. Kann man da noch ein bisschen was machen?
Mal, Valvo, weil du jetzt gerade schon in dem Fenster bist, wenn Machen du wir auch das mit noch. F1 Manager Professional vergleichst, da hast du ja immer gesagt, da wird man beim Setup ein bisschen allein gelassen. Wie ist das hier für dich in dem Spiel mit dem Setup? Ist ja. Ich finde, das nimmt einen viel mehr an der Hand, allein mit diesem ganzen Fahrverhalten. Ach, Das das finde ich, Feedback. dass man gleich sieht, was für ein Feedback da rauskommt. Und man hat es eben nicht ganz so krass, finde ich. Man kann, man, okay, doch, man kann schon krasse Sachen einstellen. Aber ja, ich finde, es ist besser gelöst auf jeden Fall. Was sagst du? Doch, ja, es ist einfacher. Das Feedback hat ja gefehlt beim F1 Manager Professional. Da konnte man jetzt nur die irgendwie anhand der Zeiten sich überlegen. Es könnte jetzt nicht so gut gewesen sein. Du hast es ja mal im Let's Play damals auch kritisiert. Das nimmt dich da nicht so an der Hand, der Ja. F1 Manager Professional. Was ist denn da los? Abtrieb. Machen wir mal beides ein bisschen krasser. Richtung Ja, vielleicht Beschleunigung. am Reifensturz was mache. Ja, klingt gut. Ist eine gute Idee. Reifendruck, na, lass mal erstmal hier mit dem Reifensturz. Wir kriegen ja dann das Feedback, wir dürfen es ja nicht verpassen, ein bisschen mehr Runde zu bekommen hier in dem Training, weil das Setup ist hier schon, wir haben es gesehen, letzte Rennen, da kann man auch mal ein Rennen gewinnen damit, wenn es richtig passt. Uns ist ja gelungen. Vielleicht gelingt uns wieder ein gutes Ergebnis. 90% ist unser Maximum bisher. Vielleicht schaffen wir da noch mehr. Schicken wir mal Ja, los. da müssen wir mal eine halbe Stunde reinfuchsen, wie der. Ich weiß gar nicht, wie der Kaiser hätte, der Let's Player, wo das sehr hat. Aber was sehr interessant wäre, ist, wie der das gemacht hat, wie der auf eine halbe Stunde gekommen ist, weil der die volle Rennlänge hatte. Vielleicht deshalb. Na, ich wahrscheinlich, ja. Na, bei dem ging es Training auch, glaube ich, wirklich 30 Minuten. Der hat wahrscheinlich auch voll eingestellt. Lau wird angegriffen von einem Garuda und wir, oh, schnappen uns beide mit Penny. Kann man mal Ui, machen. ui, ui. Ja, kann man mal machen. Also Pernet zeigt, dass sie wäre bereit, wenn der Tang rauskaut wird, vielleicht den Nummer 1 Fahrer zu übernehmen. Wir sehen, wir haben hier so eine etwas verkürzte Variante. Sie Ja. zeigt es durchaus. Da vor uns ist jetzt ein Oktan-Fahrzeug. Fahr mal Auf. zur Seite, du Trottel. Aufhängung fühlt sich super an. Ey, was soll das? Hallo. He pushed me off the track. Seriously. Fahrverhalten ist aber perfekt. Das hören wir doch gerne. Ja, also, wer sagt das? Ich habe es noch nicht darauf geachtet. Pernet, oder? Es war, glaube ich, die Pernée. Ich glaube, da stand rechts. Jonsdottir, die will ja nicht zu uns kommen, die wird es vielleicht noch bereuen. Sehr schön. Die Aerodynamik, also ich glaube, bei Pernet haben wir recht schnell das Setup. Der Liao muss dann für den Tank noch ein bisschen mehr arbeiten. Ich denke, das mit dem Flügel gefällt ihm nicht, dem Das Liao. werden wir gleich sehen, wenn das Stint abgeschlossen ist. So viel haben wir, nämlich die Zeit rennt schnell. Valvo hat ja auch einen Schnelldurchlauf auch gemacht, aber ob schnell oder langsam, wir haben eh nur 12 Minuten, also. Aber es ist interessant, dass es im Rennen besser läuft als im Training. Getriebeübersetzung passt genau. Also ich glaube, bei der Pernet sind wir richtig gut dabei. Auch wenn es hier nicht so, Fünfter. oh, jetzt hat sie sich aber nochmal verbessert im Training. Sie muss aber eh wieder von hinten starten, wegen der umgekehrten Startreihenfolge. Der Liao, unser Testmann. Die bleibt jetzt noch liegen, weil sie keinen Sprit mehr hat. Das wär's. Das wäre schlecht. Das wär schlecht. Ah, da kommt sie rein. Sehr schön. Gut, großartig, gut. Ja, der Liao ist noch nicht drin. Dann gucken wir uns jetzt mal Pernet erst an. Schlecht, großartig, okay. Dann gucken wir uns jetzt erstmal den Liao an. Gucken wir uns den Lau an. Gesammeltes Wissen. Ja, das ist nämlich die Daten, die wir wissen wollen. Also Antrieb ist Abtrieb schlecht, Geschwindigkeitsbau ist okay, Fahrverhalten großartig. Aber wir wissen, dass die Regler auch immer wieder sich verändern. Das ist jetzt mal interessant. Wenn man sage, dann gehen wir mehr auf höhere Abtrieb, oder?
Ja, ich weiß nicht. Meinst du? Sollen wir es probieren? Und höhere Nee, nicht die, an, nicht die Höchstgeschwindigkeit? andere Richtung, wo du schon hattest, meinte ich Ach so, eigentlich. passt, passt. Dann machen wir Ja, das. vielleicht so, nicht ganz so krass, so ein bisschen. Wobei mit 72% können wir schon ein bisschen krasser probieren. Machen wir das mal, oder? Testen wir das mal. Lass mal, ja. Wollen wir noch am Reifensturz was machen? So wie bei der Pernée? Vielleicht könnten wir da noch ein bisschen runtergehen mit dem Reifensturz. Dann geht ruhig nochmal einer runter. Ja, probieren wir mal mit 0,8. Probieren wir das. Stint Kriegt nochmal ein passt, oder? 3-Runden-Stint. Und neue Reifen. Neues Reifen. Wollen natürlich nicht alle verplempern. Warte mal, hä? Der soll losfahren, der Depp. Ja, vielleicht fahren die jetzt miteinander los. Was? Der Laus hat Ach doch so, ich Ludwig. hab hier, ich hab mich vertan, ich Depp. Ich hab die Pernille rausgeschickt. Was mach ich denn? Hat die überhaupt getankt? Naja, Was mach ich denn? holen wir sie wieder rein. Macht eine Installationsrunde. Denn bei der Pernille sah es ja sehr gut aus, der Liao. Soll noch ein bisschen fahren. Der muss das Setup für den Tank machen, sozusagen. Und deswegen muss der noch ein bisschen fahren. Ich glaube, bei Pernet sind wir recht gut dabei. Aber wollen wir uns das Setup nochmal genauer angucken? Kannst du mal jetzt auf Gut, Los großartig schicken? gut, das ist schön. Okay, gesammeltes Wissen mal. 87%. Ja, da oben. Ja, geh mal hoch. Was war da in dem Abtrieb, Reiter? dass es noch nicht passt. Der Mechaniker empfiehlt noch mehr in die Richtung da zu gehen. Machen wir das doch. Machen wir das doch, ja. Reifensturz, glaube ich, können wir lassen. Wir sind jetzt beim Liao ein bisschen extrem runtergegangen. Ich habe gedacht, die waren hier auch schon bei 0,8, okay. Aber gut, das ist ja ein Setup für den Tank. Der muss ja ein bisschen was mehr zeigen. Ja, das sieht ganz gut aus. Vielleicht nochmal neue Reifen und nochmal Na, probieren. ich würde es mal auf. Sollen wir es mal auf Weiche probieren? Ah ja, genau, wir würden ja eh ein paar harte im Rennen einsetzen. Ja, Aber weich Test sind stimmt. super. Ist eine gute Idee, dann testen wir die auch durch, weil das gibt ja dann, glaube ich, einen Bonus mit dem aktiven Richtig. Wissen. Genau, da kann man die Reifen besser verstehen. Dann schicken wir die mal raus. Pernet sollte sich also noch ausgehen. Es wird dann auch der letzte Stint sein. Also das, was jetzt eingestellt ist, müsste dann passen. Im Idealfall. Für die Strecke hier in Portugal. Wir sind ja schon bald bei Saisonhalbzeit. Hat schon einmal gewonnen. Leo ist begeistert. Fahrverhalten ist fantastisch. Aber seine Rundenzeiten sind dabei nicht so großartig. Nur drei weiße Sektoren. Wird der aufgehalten? Der Leo? Nö. Nö, fährt da von allein. Da vorne wird er jetzt aufgehalten, weil er sich ein paar überrundeten Kampf liefern. So, das Training ist jetzt beendet, das heißt, es ist eine letzte Runde. Pernet kann noch, die ist noch rechtzeitig über die Linie gekommen, also auch für sie die letzte Runde. Aber leider auch nur weiße Sektoren. Naja. 16, da gehen wir mal wieder zu Pernet zurück, die momentan auf der 10 fährt und da auch bleibt. Aber wir wissen, im Rennen läuft es eh immer besser. Aerodynamik scheint mir perfekt abgestimmt zu sein. Also Pernet ist rundum zufrieden. Da haben wir echt wieder gut mit dem Setup gearbeitet. Das klingt gut. Das klingt gut. Zehnter, 2 Sekunden Abstand auf die ersten Eastwood mit der Jørn Eastwood, das Team von Clint Eastwood. Stette. Ihr habt drauf, wie es mit Zurückfolgen aus. Diese Retweeter. Schwache Leistung im Training. Weg mit dir, Minsun. Du Chinesische, die ist nur sauer, weil wir alle Chinesen entlassen. Beeindruckende Leistung von El Salat. 650.000, ja, das hätte ich schon sehr gerne. Ich bin mal gespannt, ob uns das Kann nur gelingt. Pernet schaffen, wenn überhaupt. Ich würde erst mal. Ja, guck mal. Ich hätte jetzt eher der Pernet eingestellt. Naja, die können eh. Sie kann noch nichts wählen, was anderes. Achso, okay, weil Das ist sie. unabhängig voneinander.
Das ist wegen dem Ingenieur, weil die noch nicht so eingespielt sind. Ja, aber ho, bald. Ab dem Rennen sind sie dann mehr eingespielt. Ja, nach dem Sieg, das ist ja ein komplett neues Duo, was wir da aufgebaut haben. Haben wir das Wissen mal, was wir erlernen? Das Setup. Ja, da ist natürlich der Tang nicht zufrieden. Du Idiot, du hast ja auch nicht getestet. Aber ich würde trotzdem beim Tang, also bei Tang würde ich jetzt trotzdem in der Konfiguration noch was nachkonfigurieren. Und zwar, was Richtung meinst du, Abtrieb gehen. Antrieb nochmal höher? Genau, den Abtrieb noch erhöhen und den Reifensturz erhöhe mal wieder auf Bing, dass wir. Nein, nein, andersrum. Genau, dass wir auf minus 1,2. Minus 1,2. Minus So eins, wie zwei. bei Pernet, genau. Okay. Ja, und ansonsten, damit muss er auskommen. Das ist ein bisschen. Ja, passt. Machen wir 17,0. Reifenwahl. Wir haben 32 Runden. Regen sagt uns dabei mal nix. Nicht vorhergesagt, Bewölkung mal. 32. Oje, die halten ja gar nix. Ich würde erst mal sagen, der startet von Platz 4, der Tang. Schicken wir den gleich mal. Zwei Reifensätze haben wir eh schon Ah, jetzt fast haben wir ja den drauf. Bonus bei ihm. Sehr weiche Reifen nutzen sich langsamer ab. Die Leichtfüßigkeit, das könnte man bei ihm austesten. Ja, testen wir es mal aus. Ne, oben hast du doch einen aktuellen. Der ist noch Ja, frisch. danke. Danke. Die anderen beiden können wir vergessen. Aber dafür können wir viel Benzin mitnehmen. Komm, testen wir mal beim Tank aus. Der wird eh bald zurückfallen. Bei unserer Meisterschaftskandidatin, sage ich mal, die hat 90% jetzt in dem Setup erreicht. Kann schon drauf gehen. 90% sind wir wieder gut dabei gewesen. Großartig, großartig und gut. Ich würde es Ja. aber lassen. Das hat letztes Mal gereicht zum Sieg. Hier können wir was reißen. Dann lassen wir das so. Und die schickt man vielleicht auf die Weichen? Ja, können wir machen. Oder was Weil die hat den meinst Bonus du? nicht, gell? Nee. Nee, können wir mal machen. Oder warte, doch. Stufe, naja, ja. Plus 5 Leistungsverbesserung, 5%. Ja, dann machen wir das. Dann machen wir die mal auf jetzt diese Strategien. Treibstoffzufuhr. Nee, nee, lass Warte das mal. doch auf den. Ich überlege jetzt nur gerade, wie wir durchkommen. 12 Runden halten die circa aus. Mal 2 sind wir 13. bei 24. Und dann fehlen uns noch 8. Ja, okay, na dann haben wir die. Haben wir zweimal weich und einmal sehr weich. Und dann machen wir weich. Dann gehen wir auf die Strategie. Oder wir sparen halt extrem mit den Reifen, aber das, naja. Ich glaube, das passt schon ganz gut. Oder wir gehen am Anfang bei ihr auf Weich. Ich würde sie mit Weich starten lassen. Genau, eben und dann Und am Ende dann, wenn viel Bodenhaftung da ist, dass wir sie dann auf sehr weich schicken. Oder? müssen wir gucken, dass wir durchkommen mit dem Sprit. Da reicht immer für 13 Runde. Ja. Ja, schauen wir mal. Sieht doch Konfiguration ganz gut beendet. aus. Hammer. Sponsorenziel. Schauen wir mal. Fahrerstrategie vielleicht noch. Runde. Die Fahrerstrategie. Der Reiter ist auch ganz wichtig. Da gehen wir natürlich am Anfang voll auf Angriff. Und werden es danach Angriff! für die beste Verteidigung. Ja, er mit seiner. Er hasst die erste Runde, aber da muss er durch. Ja, die gibt es in jedem Rennen, die erste Runde. Und dann schauen wir ins Rennen. Ich bin schon sehr So. gespannt. Evans Deswegen vor. wird er auch nie Weltmeister, weil er die erste Runde hasst. Anna 2, dann Rogers 3 mit der Halskrause, Botank, Waldes, Machetti, Fähnlein, Scherer, Elsalat, Dembele, Dembele, Fußballer. Melo, Melo, Dreifuß. Jönstedir, Sabado, Antonov. Abeloa, Cavalcanti, Pernet ganz hinten mit den Softreifen, das passt auch ganz gut. Char und Bonchamp, weil dann kann sie mit den Softreifen erstmal so ein bisschen defensiver fahren und er gibt mit den ganz weichen Reifen mal Vollgas.